Guten Abend, liebe Zuschauer in der Schweiz. Guten Abend, Dieter Hildebrandt. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Aber ich glaube, wenn Sie gestatten, sollte ich ein paar Missverständnisse, mögliche Missverständnisse gleich aus dem Weg räumen. Erstens, ich bin mir durchaus bewusst, dass es kühn, wagemutig, vielleicht sogar dreist ist, mit Ihnen, einem so zungenfertigen Mann, ein Gespräch anzetteln zu wollen. Das fängt ja gut an. Ist das eine, ja. Und das andere ist, dass viele von uns glauben, ein Satiriker, ein Komiker sei von morgens früh bis abends spät unentwegt witzig und komisch. Und das ist vermutlich nicht so. Aber wenn es nicht so ist, dann korrigieren Sie. Sie haben sehr viel zu sagen. Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich finde es von Ihnen sehr mutig, mich hier aufzusuchen. Vielleicht habe ich gar nichts mitzuteilen. Das werden wir gleich sehen. Ich möchte einen Blick werfen auf Ihr Arbeitszimmer. Da sind wir ja jetzt. Da haben wir einen Blick, ja. Und es ist eine schöne Unordnung, würde ich sagen. Arbeiten Sie hier, schreiben Sie hier an diesem Tisch Texte? Hier versuche ich, mir Einfälle zu verschaffen. Das heißt, es ist wirklich sehr unordentlich, aber diese Unordnung ist gewollt. Überall, wo irgendwas rumliegt, liegt es nur dort. Ja, also Unordnung. Und Sie finden es? Ja, Unordnung hat wirklich auch seine Ordnung in sich. Ich weiß ganz genau, da ist ein Haufen, ein ungeordneter Haufen. Wenn der da nicht liegen würde, wäre dann Unordnung. Für Sie? Beispielsweise ja. Würde meine Frau kommen und würde sagen, das muss jetzt alles schön eingeräumt werden. Chaos. Sie haben an der Wand eine Karikatur. Ja. Das ist unverkennbar Willy Brandt. Das ist unverkennbar Dieter Hildebrandt dahinter. Ja, das stimmt. Oder davor, wie man sagen will. Ja. Sie stehen der SPD und Sie stehen Willy Brandt sehr nahe. Ist das richtig? Ja, wie Sie schon sehen bei dem Bild, ich stehe dahinter. Ja. Ne? Aber ich meine, ich stehe nicht davor. Also ich meine, nicht vor allem. Ich stelle mich nicht vor alles, was die tun. Ich bin eigentlich ihr einer der Kritiker dieser Sozialdemokratie. Aber Sie stehen ihr nahe? Näher als den anderen. Mitglied sind Sie nicht? Nein. Ja. Dann verliere ich ja meine Unabhängigkeit. Unabhängigkeit, ja. Dürfen wir uns setzen? Auch ich habe Ihnen noch keinen Platz angeboten. Bitte schön. Ja. Das ist so. Wir haben das nicht das abgesprochen. Es gibt uns die Möglichkeit, wenn wir sitzen, ein bisschen von dieser anderen Seite zu sprechen. Ja. Mhm. Und in der Geografiestunde heißt es, sagt der Lehrer, erklären Sie mir bitte die Flüsse des Landes. Mhm. Also hier gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Globus, dann ein Bild, dann da oben verschiedene Dinge. Ja, der Globus ist ja ganz einfach. Ich schaue immer, wo sich im Moment gerade Franz Josef Strauß befindet. Ja? Fliegt in meiner Gegend. Ja? Deswegen habe ich mir den Globus überhaupt gekauft. Vorher hatte ich ja das im Kopf gehabt. Aber jetzt weiß ich immer ganz genau, wo er im Moment sich befindet. Im Moment weiß ich, glaube ich, nicht, wo er ist. Wenn irgendwo ein Krieg ist, oder vielleicht ist er beim Streik der Brummis am Brenner, dann gucke ich da, mache mir einen Pfeil drauf. Früher hat man die Schlachten so. Mit Fähnchen mein besteckt. Vater hatte noch so Fähnchen, ja, damals 41, als wir die Russen besucht haben. Das ist übrigens in Vergessenheit geraten bei vielen. Die Lampe, da muss ich Ihnen nicht erklären. Ich glaube nicht, nein. Okay, dann ist dieser Scheibenwischer da. Ja, der ist aus Gold, er glänzt mindestens Gold. Den hat mir ein Zuschauer verliehen. Ich weiß nicht, welches Recht er dazu hat, er es zu verleihen. Ein Einzelner? Ein Einzelner, ja. Der hat ihn noch etwas vergoldet. Und das da, dieses Bild habe ich gekauft in Tel Aviv. Sind Sie da aufgetreten? Ja, wir haben dort eine Tournee gemacht von 3 Wochen im Jahr 1972 mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Das war sehr interessant. Wenn man so wir gingen mit ein paar Menschen, die uns da geführt haben, überall dort, wo übrigens auch Helmut Kohl gewesen ist. Und ich weiß nicht, was wir damals gesagt haben, aber irgendwie glaube ich nicht sowas. Also ich glaube, bei uns hat keiner aufgejault. Wir haben Sie Echo, das muss zwiespältig gewesen sein, das Echo. In Israel? Ja. Unser Gastspiel? Ja. Oh, das war interessant. Wir haben, 1972 gab es ja noch die vielen deutschen Juden, die dann so um die 60 waren. Ne? Das war unser Publikum. Aber die hatten Sehnsucht, deutsche Sprache zu hören. Und die wussten ja, worüber wir sprechen. Und sie waren unserer Meinung. Ihr Publikum war vorwiegend deutsche Juden, natürlich, das ist klar, weil die wegen der Sprache. Nur deutsche Juden, ja. Aber die ihre Kinder schon nicht mehr. Ihre Kinder sprechen Ivrit. Die Kinder sind völlig, und sie sind auch böse auf die Eltern, dass sie zu unserer Vorstellung gehen. Ah ja. Ja, weil sie sollten sich nicht mit uns einlassen. Weil wir sind über dieses Datum hinweg. Ich bin 1927 geboren
beim Nachrechnen kommt man darauf, dass ich zumindest bei der Hitlerjugend gewesen bin oder beim Jungvolk und auch noch Soldat gewesen sein muss. Und das ist so. Wer 5 Jahre jünger ist als ich, hat es schon wieder leichter. Und wir haben dort 10 Vorstellungen gemacht, waren 21 Tage da. Und wir fanden es nicht nur interessant, sondern wir fanden es wunderbar. Dieses Publikum war so dankbar. Wir sind am nächsten Tag durch die Straßen von Tel Aviv gegangen, dann hielten Autos, drehte jemand die Scheibe runter und sagte, wir bedanken uns für gestern Abend. Das ist schön, das ist greifend. Das war so. Merkwürdig wurde es, als wir in Jerusalem spielten, und zwar genau in dem Saal, in dem der Eichmann verurteilt wurde, also in der Prozess des Eichmann war. Es war für uns etwas schwierig. Das bedarf ich. Aber das Publikum hat das überhaupt nicht so gesehen. Ja, vielleicht hätten sie begriffen, wenn wir ihnen erklärt hätten, dass uns das nicht so ein gutes Gefühl war. Man hat uns da einfach in diesen Saal hinein, weil man sagt, vielleicht ist das sogar die beste Methode. Aber das werde ich mich immer erinnern. Wir gingen den Leidensweg Christi nach und wir sahen, das war voll, die Gassen waren voll und 120 verschiedene Nationalitäten. Alle Schattierungen, Amerikaner in allen Farben. Amerikaner selbst haben ja alle Farben in Verwendung. Aber dann auch alle Farben in Hautfarben. Und plötzlich sagte jemand von uns, wir müssen uns beeilen, wir haben Vorstellungen. Und das war ein deutsches Kabarett mit dem Hintergrund, wo man das Gefühl hatte, wir sind jetzt in der Nähe von Bethlehem und ja, so. Ja. Wir haben Vorstellungen, das war schön. Ja. Vorstellungen, da oben haben Sie eine ganze Reihe von Erinnerungsstücken, ja, von Preisen, Auszeichnungen. Ja. Sie wissen, wie gesagt, die Flüsse des Landes. Ein paar Worte drüber. Preise sind ja für einen Kabarettisten immer etwas, wofür er sich glaubt, auch ein bisschen schämen zu müssen. Also ich muss sagen, für diesen Links dann nicht. Das ist ein guter Preis, das ist ein Grimme-Preis. Das ist aber ein Bronzener. Wir haben noch einen silbernen und der ist mir kaputt gegangen. Das ist für die Sendung Notizen aus der Provinz. Die habe ich 6 Jahre gemacht beim ZDF. Und der zweite Grimme-Preis, der nicht da ist, der ist für den Scheibenwischer. Das ist der Deutsche Kleinkunstpreis, der in Mainz verliehen wird. Irgendjemand kam auf die Idee, dass er ihn dort verleihen könnte. Er hatte keine Befugnis und hat sie auch heute noch nicht. Und so wird dort jedes Jahr ein Kleinkunstpreisträger gekürt. Oh, cool, ja. Jetzt kriegt langsam jeder das zweite Mal, weil es sind zu wenige da. Also man muss jetzt, schon zu. Das da oben ist das Glashaus von der RFFU. Das ist die Gewerkschaft für Film, Funk und Fernsehen. Die haben den Preis gestiftet voriges Jahr und der erste Preisträger dafür war ich. Der Mann im Glashaus, Symbolik halt, ne? Soll nicht mit Steinen werfen. Und Stahlhelm. Dieser Stahlhelm da, das ist Wilhelmini noch. Das ist überhaupt kein Preis, sondern das ist meine Herkunft. Ne? Das ist, also ich komme aus Preußen. Ja, und das jeder ist Bayer ja sofort sieht, mit wem er es zu tun hat. Noch schnell eine Zwischenfrage, gleich möchte ich auf das kommen. Ja. Man ist ja doch sicher stolz und froh und man hat Freude, wenn man ausgezeichnet wird. Wie lange hält das an? Der Stolz, die Freude. Ach, der ist schon bei der Aufforderung zur Selbstbespiegelung weg. Nicht? In dem Moment, wo einem mitgeteilt wird, du musst natürlich auch dazu was sagen, ist eigentlich schon die Freude über den Preis hin, weil es fällt einem zu sich selber ja eigentlich doch nichts ein. Und man müsste eigentlich immer über das Phänomen des Preises für einen Kritikaster reden. Und nachdem das auch alles schon gemacht worden ist und nachdem die Großen das schon alle getan haben, angefangen von Karl Kraus bis und Kästner, so weiter, ne? Kästner, nicht? Was soll einem da noch einfallen? Also geht man eigentlich mit einem schlechten Gewissen, geht man da schon wieder hin. Ne? Wir in der Schweiz kennen natürlich Ihre Biografie kaum oder überhaupt nicht. Ich kannte sie auch nicht. Aber Sie stehen jetzt im Zenit, ja? Großartig. Fein, wunderbar. Es ist ein Franzose. Meistens vergisst der Gastgeber das. Sie sind der Erste, glaube ich, der dran denkt.
Ist wahr? Haben Sie so viele Erfahrungen mit? Ah, die sind so aufgeregt, wahrscheinlich. Man ist ja natürlich. Logisch. Es ist ja Sendung. Es ist unangenehm für mich zu sagen, darf ich und so weiter. Es ist ja so direkt. Ja, ja, so direkt. Da sagen die Leute, also, sagen Sie doch jetzt mal, was direkt ist. Ja. Ich sage, was direkt ist. Ja. Sie sind geboren in Bunzlau. Ja. Und ich spare mir den Karlauer, also Bunzlau, würde man in der Schweiz sagen. Bunzlau ist eine kleine Stadt in Niederschlesien. Eine kleine Stadt in Niederschlesien, heute polnisch. Und zwar sind Sie der Sohn eines, ich sage das deswegen, damit Sie das nicht alles wiederholen müssen, der Sohn, Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen und der Sohn eines Oberlandwirtschaftsrates. Und das müssen Sie erklären, was das ist. Das ist wichtig für meine Mutter, das Oberlandwirtschaftsrat, weil sie, das ist ja sehr stolz drauf, weil sie, das haben Sie ja zusammen errungen, diesen Posten. Ein Landwirtschaftsrat ist ein Titel. Der Beruf meines Vaters ist Landwirtschaftslehrer. Der Rang ist das praktisch, ne? Da wird man dann Rat, so wie man Oberleutnant wird oder Hauptmann oder so. Das hat er, man würde dann sagen, er ist Soldat oder er ist Offizier. Er ist Landwirtschaftslehrer, aber in Wirklichkeit gewesen, er ist leider gestorben schon. Und in Wirklichkeit aber ein fanatischer Landwirt, der in die akademische Laufbahn abgedrängt wurde. Aber Sie sind effektiv auf einem Bauernhof und nicht auf einer auf einer landwirtschaftlichen Schule aufgewachsen. Nein. Das muss ich ganz kurz erklären. Mein Vater ist in die akademische Laufbahn abgedrängt worden, dadurch, dass er der Dritte in der Familie war. Er war nicht der Erste und der Erste hat den Hof gekriegt. Er wollte den Hof. Er wollte gar nicht Akademiker werden. Er hat also mühsam, trotzig, hat er in Berlin sein Studium abgerissen und wurde trotzig Landwirtschaftslehrer. Und man stellte fest, er ist ein guter Landwirt. So mühsam, trotzig, hat er in Berlin sein Studium abgerissen und wurde trotzig Landwirtschaftslehrer. Und man stellte fest, er ist ein guter Landwirtschaftslehrer. Er wurde direkt unter den Nagel gerissen. Irgendwie schon zu billig, glaube ich. So wie man das heute hier in München auch macht, immer mit den billigen Grundstücken und die Stadt mit den Herrn Schirrkober und so. Also irgendwie hat er da auch was gemacht, aber ich will es ihm nicht unterstellen, es war sehr billig. Plötzlich zogen wir aus einem Beamtenhaushalt in einer kleinen Stadt über Nacht aufs Land und ich war 8 Jahre alt und von da an wuchs ich auf dem Lande auf, aber erst von da an. Sind Sie je wieder dort gewesen oder haben Sie gar kein Verlangen? Mehr. Nein, nie mehr. Weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich auf einem riesengroßen Bauernhof aufgewachsen, einem Gut. Wenn ich aber zurückkomme, merke ich, dass ich auf einer kleinen Landwirtschaft aufgewachsen bin. Lieber bin ich doch auf einem Gut aufgewachsen. Ich bin nicht so sicher, dass das stimmt, was Sie sagen. Ich habe solche Sachen aufgesucht, die ich in einer bestimmten Größe in Erinnerung hatte. Und sie waren genauso groß, wie ich sie erinnerte. Ja, Sie sind wahrscheinlich ein Homo Faber. Ich bin ein Homo Ludens, der spielt mit der Erinnerung. Ja, ja, das ist schön, wenn man das kann. Ja. Sie kamen mit 16 zur FLAG. Sie wurden mit 18 dann in die Armee Wenck, die sagenhafte, die Hitler nicht entsetzt hat. Ja, eben. Die, von der er immer behauptet, wir werden noch Das Wort entsetzen bekommen. Ist doch eigentlich ist schön, ne? Der Doppelsinn, ne? Ja, ist wunderbar, ja. Wieso kamen Sie dann nach München? Ach, das kann ich Ihnen auch nicht so schnell sagen. Ich bin in Gefangenschaft gekommen und bin dann in Hannover entlassen worden. Und ich wusste nicht, wo meine Eltern sind. Ich habe nur die Vermutung gehabt, dass sie geflüchtet sind. Damals sind sie ja geflüchtet noch. Später sind sie vertrieben worden. Also es ist eine politische Unterschied, ein politischer Unterschied. Aber sie sind in Wirklichkeit geflüchtet, nämlich weil die Russen kamen. Und dann wusste ich nicht, wo sie hin sind. Dann habe ich mir gedacht, jetzt setze ich mich erst einmal in Niedersachsen hin, irgendwo, verdiene Geld, damit ich was zu essen habe. Und da bin ich habe ich so sieben verschiedene Berufe gehabt in einem englischen Lager in Neustadt am Rübenberge. Und da war ich Kellner, Erdarbeiter, Bäcker, was weiß ich, was genau alles war. Zuletzt war ich Kellner. Und dann habe ich mir Urlaub genommen, 14 Tage, und habe gesagt, ich fahre mal dorthin, wo ich glaube, wo ich vermuten könnte, dass da meine Eltern sind. Und ich habe dann den Gedankengang meines Vaters nachvollzogen, wie der denkt, und bin dann darauf gekommen, dass er in der Oberpfalz nur sein kann. Und da war er. Ich bin von Stadt zu Stadt gegangen, und da waren immer diese Flüchtlingskarteien,
wo dann die Leute, die glaubten, sie müssten noch jemanden finden, sich verewigt haben. Und da sehe ich plötzlich den Namen meines Vaters, meiner Mutter und meines Bruders. Und das war 17 Kilometer auf einer Bahnlinie entfernt. Auf der bin ich sofort, bevor der nächste Zug überhaupt ging, bin ich auf der Bahnlinie nach Hause gegangen. Ein tolles Wiedersehen, nicht? Ja, meinem Vater sind die Eimer aus der Hand gefallen. Der hatte gerade die Pferde gefüttert. Und meinen Vater habe ich nie erlebt, dass der irgendwelche Emotionen hatte. Ich hatte vor meinem Vater immer ein bisschen Angst. Und in dem Moment, als er die Eimer fallen ließ, als er mich sah, habe ich meine Angst verloren und die Liebe kam. Schön. Das war so, ja. Tja, was sprechen Sie eigentlich? Sie leben jetzt viele Jahre schon in München. Sie reden offensichtlich nicht bayerisch. Ich würde sagen, ein gemildertes Norddeutsch, denn Schlesisch ist das ja auch nicht, was Sie reden, die Sprache. Man könnte, also es gibt Leute, die behaupten, ich spreche ein trotziges Nicht-Bayerisch. Das könnte schon sein, ja, weil ich sehe es einfach nicht ein, dass ich die Sprache des Landes der Aborigines annehme. Es ist eine Mischung zwischen Schlesisch und Berlinisch. Eben, also ja. Ein deutlicher Berliner Einschlag. Ja, selbstverständlich. Auch, wenn Sie gestatten, die Schnauze, die Berliner Schnauze. Ja, sicher, selbstverständlich. Gehört ein bisschen mit dazu. Ja, ja. Sie haben ja studiert in München. Ja. Das habe ich alles aus Biografien entnommen. Aha. Und zwar Theaterwissenschaft, Publizistik. Ja. Und was war das Dritte? Zeitungswissenschaft. Zeitungswissenschaft. Publizistik, Theaterwissenschaft und neue und Literatur. Zwischendurch habe ich Volkskunde studiert. Hat Ihnen das was gebracht? Hieß das später Soziologie? Mir, ja. Das Studium. Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe ganz genau gewusst, was ich nicht machen darf. Studieren. Ich war kein Student. Ich hatte mit der Wissenschaft eigentlich nichts im Sinn, habe ich gemerkt. Ich bin nur darauf gekommen, ich bin nur durch den Anfang dieses Studiums zu meinem politischen Engagement gelangt. Weil ich habe in dem Bücherschrank meines Vaters stand, eine in der zweiten Reihe, versteckt, verschämt, hinten ein Heine. Ich wusste nicht, wer Kästner war, ich wusste nicht, wer Tucholsky war. Ich wusste das alles nicht. Und es überfiel mich die ganze Literatur der 20er Jahre. Josef Roth, Werfel, alles das, nie gelesen. Kästner, Tucholsky. Ich habe gedacht, mir platzt der Kopf. Und ich kam nicht nach. Und ich habe hier in München in den Schwimmbädern gelegen, davon bin ich auch so schwarz geworden, und habe nie studiert, ich habe nur gelesen. Und dann kam die große Wut, dann kam das Vergleichen mit dem, was nun ist, und dann kam plötzlich, da fiel es wie ein Vorhang, und ich habe gesagt, du musst dich um Politik kümmern. Das geht gar nicht anders. Du bist ein Jahrgang 27, du bist schuld, wenn wieder was passiert. Du bist der Jahrgang, du musst dich kümmern. Und da fing das Kabarett an. Und da hört auch das Studium glatt auf. Das Kabarett war sehr erfolgreich. Das ist die Lach- und Schießgesellschaft. Und ob Sie es glauben oder nicht, erst gestern hier in München habe ich erfahren oder gesehen vielmehr, warum das so heißt. Weil nämlich es gibt eine Leuchtschrift, die heißt Wach- und Schließgesellschaft. Und das ist in der Schweiz, heißt das Securitas. Dasselbe. Richtig, ja. Das kann man nicht übersetzen. Man kann es nicht übersetzen. Nein. Und Sie haben daraus ein wunderschönes Wortspiel gemacht, ist nämlich eben Lach statt Wach und Schieß statt Schließ. Wir haben es nicht gemacht, ein Externer hat es gemacht, aber uns sehr befreundet und ein Kabarettist, früherer Kabarettist, der Oliver Hasenkamp. Ist mir kein Begriff. Oliver Hasenkamp ist als Autor inzwischen hier, hat hier einen großen Namen und war damals in der Kleinen Freiheit einer der wichtigsten Kabarettisten. Haben Sie die Schaubude und die Kleine Freiheit, die haben Sie noch erlebt? Aber die Schaubude? Die Schaubude habe ich nicht mehr erlebt, ich bin erst 1950 hierher gekommen. Also ich muss vielleicht sagen, ich war Schaubude, es gibt Leute, die das vielleicht nicht wissen, das ist also wesentlich von Kästner geprägt gewesen, die Schaubude. Nicht? Wesentlich, ja. Wesentlich. Er war der Haupttexter. Er war der Haupttexter. Und Ulla Herking. Ja, und Bum Krüger. Und Schündler. Das sind mir keine Begriffe. Ach, der Schündler. Ja. Naja. Das also Schaubude haben Sie nicht mehr erlebt, aber die Kleine Freiheit. Die Kleine Freiheit habe ich... Da hat der Kästner auch noch dafür geschrieben. Na sicher, ich habe die erlebt als Platzanweiser. Ich war dort 2 Jahre als Platzanweiser. Haben Sie das bewundert und ich wollten Sie dem nacheifern? Ja, ich habe jeden Abend jede Vorstellung gesehen. Jeden Abend jede Vorstellung, 2 Jahre lang. Darauf kommen wir sofort zurück. Helen Vita hat dort ihr großes,
Die kennen wir auch in der Schweiz. Ihre Schweizer Kollegin, ja. Ja, natürlich. Das ist eine Schweizerin. Ja. Also ich muss jetzt etwas einfügen hier. Nämlich, Sie schreiben ja Texte, wir kommen vielleicht noch drauf, oder bestimmt, nehme ich an. Aber es gibt auch Dinge, die veröffentlicht sind. Und ich habe hier in der Tasche Ihre fast gesammelten Werke. Ah ja. Ja, ja. Es ist mehr da. Also ja, ich habe nur das da. Ich habe dann das Bundesliga-Buch natürlich auch. Das war zu groß. Das hätten Sie gesehen, wenn ich das in der Tasche gehabt hätte. Da hinten, da haben Sie aber gar kein Licht drauf eingerichtet. Da ist alles, wo ich mich selbst beteiligt habe. Das ganze Fach da. Das sind lauter Buch, schön, kleine schön, Buchbeiträge. Ja. Ich lasse das nicht liegen. Ich sehe es liegend am Fach. Ja. Ich nehme das wieder in die mit Tasche. Mit denen gehe ich auch auf Tournee. Da mache ich Lesungen aus diesem kleinen Buch. Ah ja, das wusste ich nicht. Ja. Ah, ja. Sie haben in dem einen kleinen, das ist, glaube ich, das erste Augenblick, schnell schauen, nämlich Spaß ist machbar. Mhm. Das ist das erste Stück, heißt, ich muss nachschlagen, wie es heißt. Ich habe es hier auch noch. Wir kommen ins Haus. Das ist also genau unsere Situation. Nämlich ein Reportageteam, das sie überfällt, eine Horde, die da einfällt, nicht wahr? Mhm. Und das ist hochamüsant. Dann kommt ein zweites, wir Satiriker. Da sagen sie, alle werden geschützt, die Natur wird geschützt, Schutzverband und dann der Schriftsteller und der Bühnenarbeiter und ich weiß noch nicht was. Und warum eigentlich nicht ein Schutzverband für uns Satiriker? Mhm. Und die Einzigen, die ohne Satire nicht leben können, sind wir Satiriker. Warum nicht wirklich ein Schutzverband? Richtig, aber das ist auch wieder satirisch gemeint gewesen. Ja, sicher. Ich habe es unter dem Eindruck geschrieben, des Leidenden, der zusehen musste, wie Satiriker allen Ernstes versucht haben, sich subventionieren zu lassen. Und das hat mich so geschockt. Das kann man nicht warnen. Also im Zuge der Privattheater sah ich also hier die kleinen, in München sah ich die kleinen Kunsttheater, sagen, wie sie sich gehauen haben um die 5.000 oder 10.000 Mark, die man im Jahre von der Stadt bekam. Gut, dass sie es brauchen könnten, das sehe ich ein. Aber wenn ich es verlange von der Stadt, gegen die ich ja eigentlich auch meine Geschütze, auf die ich meine Geschütze richte und mir gleichzeitig aber auch die Subvention geben lasse, wenn ich das nicht ohne diese 10.000 Mark machen kann, dann mache ich den Laden zu. Es tut mir leid, dann muss ich es anders versuchen. Sie haben ein Fußballbuch geschrieben, das heißt über die Bundesliga. Ja. Und Untertitel heißt die verkaufte, nicht Braut, sondern die verkaufte Haut. Und das ist ganz bitterböse. Die Hauptfigur ist ein Bundesligaspieler, der heißt Bubi. Ja. Und der murmelt da vor sich hin. Und sie sollen, also das ist die Fiktion, sie sollen seine Biografie schreiben. Und da geben sie es dem Fußball links und rechts. Ja, Watschen, ich habe die schlechteste Kritik habe ich von einer Schweizer Zeitung. Und zwar gibt es bei Ihnen so etwas wie eine Landwirtschaftszeitung? Wahrscheinlich. Die Zeitung der Schweizer Landwirtschaft. Also, die haben mich ganz kurz zack, zack abgetan. In diesem Buch stimmt fast nichts, haben sie gesagt. Ja, nun ist es aber so, das kann ja nur ein Fußballfan geschrieben haben. Das selbstverständlich. Wissen Sie, aus welcher Erfahrung heraus ich das geschrieben habe? Aus der Erfahrung des Freundes von Sami Drechsel. Und wer Sami Drechsel kennt, weiß, er hat... Sami Drechsel ist also der Regisseur, der Schlammschicht. Wenn es den Fußball nicht geben würde, würde Sami Drechsel längst nicht mehr leben. Er hätte sich dann dasselbe genommen, weil ohne Fußball ist für ihn das Leben nicht lebenswert. Er wäre am liebsten Nationalspieler geworden. Jetzt ist er ein guter Manager geworden und ein guter Sportreporter geworden und ein guter Prinzipal von einer wirklich erfolgreichen Kabaretttruppe und so. Das zählt gar nichts. Wenn der Sami kein Tor schießt am Samstag in seiner FC Schmiere jeden Samstag. Ich spiele hin und wieder auch noch mit. Ja. Und Sie spielen auch mit? Ja, ja. Wir schleppen unsere Bäuche noch. Ja? Ja, ja. Wir schleppen unsere Bäuche noch begeistert drüber. Also, doch, Sami. Ich werde jetzt keine Blumen werfen. Okay. Also ist ja ein bisschen was da. Dieses Fußballbuch ist entstanden aus der Zeit, als wir mit der Lach- und Schießgesellschaft jedes Jahr einmal auf Tournee waren. Und zwar mindestens 80 Vorstellungen, 70, 80 Vorstellungen. Und es verging nicht ein Tag, an dem wir nicht Fußball gespielt haben, und zwar trainiert haben bei einem Bundesligaverein. Wo immer ein Bundesligaverein war, Frankfurt, Dortmund, Bochum, Bremen, Hamburg, wo immer, sind wir aufgrund eines Telefonats, das der Sami geführt hat, morgens zu viert beim Training der Bundesligamannschaft mit eingelaufen.
Und das haben wir mit viel Vergnügen gemacht, nur ich habe halt die Ohren ein bisschen aufgehalten und ein bisschen die Augen aufgehalten, haben wir mit vielen geredet und daraus ist das Fußballbuch entstanden. Also ich darf sagen, es sind Blumen, aber ich werfe sie von Herzen. Es ist in jeder zweiten Zeile ist also ein, wie Sie hier sagen, ein Knüller drin, nämlich ein Ausdruck, das kann nur einer, der selber Fußball spielt und der ein begeisterter Fußballer ist. Und das sind Sie, kennen Sie sich aus dem Fußball? Überhaupt nicht. Ich verstehe nichts von Fußball. Ah ja, dann können Sie ja das Urteil auch gar nicht fällen. Doch, das kann ich fällen. Doch, ehrlich wahr? Das ist sogar das beste Urteil, dass ein Nicht-Fußballer das alles mitbekommt, was Sie da beschreiben. Das ist großartig. Haben Sie jemals schon im Leben einem Menschen, der Fußball liebt, gesagt, warum nimmt sich nicht jeder von den 22 einen Ball? Ja, das ist ja wie Tennis, nicht wahr? Dann sind Sie ausgeschieden. Also, Nein, ich sag das nicht. Ich find's ja schön. Sie sagen das nicht, Gott sei Dank. Nein, das sage ich nicht. Das ist nämlich das Albernste, was ich überhaupt je in meinem Leben gehört habe. Weil das Handicap des Sportes zu negieren und zu sagen, wenn das Handicap weg ist, wäre der Sport vielleicht noch nützlich oder so. Weil das ist ja gerade der Sport, das Handicap. Also, naja, gut. Ich schaue mir große Spiele auch an und mit großer Begeisterung. Ja? Ja, ehrlich. Aber Krass, ich weiß, was ein Offside ist. Und, nein, nicht. Also Weltgeschichten. Krasshoppers, Moment. Doll dran jetzt. Aha, erster gut, Platz. Also sehen Sie, ich bin da blutiger vorne. Naja. Aber komischerweise mit Sion. Und so komisch, ja, was ist passiert Sie, in der Sie, Schweiz? Ich, so wurden Sie da Wo sind die geblieben, ja? alle, die ja. anderen, die großen? Ich möchte auf das Büchlein zurückkommen, wenn Sie gestatten, dass ich Büchlein sage zu diesem Werk. Es ist Kleinkunst. Es ist Kleinkunst, ja richtig. Ja. Da gibt es eine reizende Geschichte von Ihnen. Ich habe es mir aufgeschrieben, Schiffchen spielen will gelernt sein. Yeah. Das ist was ganz Poetisches, Zauberhaftes. Zwei Kinder, die mit einem Holzscheit spielen. Für den einen ist es ein Schlachtschiff und dann ist es ein Flugzeug und alles Mögliche. Die Erwachsenen wollen das gar nicht begreifen. Gibt es in der Lach- und Schießgesellschaft oder beim Scheibenwischer, da schon, glaube ich, nicht, noch Poesie? Ja, wir streben sie sehr an. Es hat sie auch gegeben. Nur ich bin nicht mehr selbst der Verfertiger von poetischen Texten, weil das hat das sich... Das ist Ihr eigener Text aber. Das ist mein eigener Text. Ich habe eine ganze Reihe von solchen Texten geschrieben und so fing ich überhaupt an. Ich bin da ein bisschen auf eine andere Linie gedrängt worden, durch die Tatsache, dass das Ensemble sich ein bisschen auf mein Solo verlassen hat. Ich hätte das immer viel lieber gemacht, was da drin steht. Nur machten das dann andere Texte auch sehr gut. Und vielleicht sogar ein bisschen besser. Und auf mich fiel immer die Schnauze. Ich musste immer die Schnauze sein. Und da habe ich dann diese Texte ein bisschen vergessen. Aber jedes Mal, wenn ich sie mir wieder durchlese, und ich mache sie jetzt hin und wieder noch, und genau den Text, den Sie ja da erwähnen, den habe ich jetzt im letzten Jahr so bei Veranstaltungen in kleineren Städten oder in Kleinkunsttheatern oder immer wenn ich getingelt habe, habe ich diesen Text gelesen. Und der ist heute voll... Das ist zeitlos. Ja, ist zeitlos, ja. Die jungen Leute, die stürzen sich auf diesen Text. Aber sonst umgekehrt ist Kabarett ja, wenn man es politisch versteht und Sie verstehen es, und Sie begreifen, dass wir natürlich vom Scheibenwischer reden als Schweizer, weil wir sie ja dort her kennen. Sie sind politischer Kabarettist und das ist ja etwas ganz anderes. Also ganz anderes, in Anführungsstrichen vielleicht. Nämlich sehr schnell an den Tag gebunden und schnell verderbliche Ware. Das kann man nach einem halben Jahr oder nach fünf Jahren eigentlich schon nicht mehr lesen. Das ist stimmt nicht ganz, weil ich überlege im Moment gerade, ich habe ein Angebot bei einem Verlag, ein Buch zu machen mit den Texten, mit allen Texten, die ich so gemacht habe, sagen wir mal so 350 Seiten ungefähr. Und jetzt habe ich mir in der letzten Zeit so ein bisschen durchgeschaut, was übrig geblieben ist. Und da bleiben merkwürdigerweise eine ganze Reihe von Texten übrig, bei denen man es nicht geglaubt hat. Ich habe dem Thomas Freitag in einem Scheibenwischer die Abschiedsrede des Herbert Wehner geschrieben. Der Herbert Wehner ist für mich eine wichtige politische Figur, weil sie eine Moral darstellt. Diese Figur Herbert Wehner ist für mich politische Moral schlechthin. Und Temperament und das alles, was ich unter Parlamentarismus verstehe. Also das, was
was sich da ausdrückt in dem Herbert Wehner, wenn das verloren geht, ist der Parlamentarismus bei uns in Gefahr. Und das alles ging mir durch den Kopf, als sich herausstellte, der Herbert Wehner geht. Der Thomas Freitag, der Kollege Thomas Freitag, ist der Einzige, der den Herbert Wehner verinnerlicht hat und ihn nach außen kehren kann. Wenn er spricht, glaube ich, sieht man Herbert Wehner sprechen. Innerhalb von einer Stunde, weil es notwendig war, habe ich dann den Text in Berlin entworfen und habe gedacht, das ist nun die verderblichste Ware. Jetzt habe ich mir diesen Text angeschaut. Es muss gar nicht der Text für Herbert Wehner sein. Er muss überhaupt nicht von dem Thomas Freitag gesprochen werden, damit man merkt, es ist eine Parodie oder eine Parodie auf Herbert Wehner. Wenn man diesen Text liest, stellt man fest, da ist irgendjemandem die Leidenschaft für den Parlamentarismus durchgegangen. Und den Text kann man so stehen lassen. Man muss ja, der ist aber allgemeingültig, der ist also längerfristig gültig. Ja, sicher, es gibt nur nicht mehr so viel Lacher, ja. Wenn man nicht weiß, dass es auf den Herbert Wehner gemeint war, lacht man nicht mehr, sondern findet das nur noch leidenschaftlich. Schreiben Sie die Texte, wir reden jetzt vom Scheibenwischer, ja. Schreiben Sie diese Texte, die Sie sprechen, selber, alle oder teilweise, oder wie ist das? Alle selber, ja. Und die sind geschrieben. Sie sprechen nicht zuerst und notieren es dann, sondern sie schreiben und geschrieben. Dann sprechen sie. Müssen geschrieben sein. Ich muss ja wissen, was ich mich das halte. Das wirkt so ungeheuer spontan, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ja, es ist auch manchmal sehr spontan, weil ich ihn manchmal nicht ganz gelernt habe. Und dann muss ich ihn neu erfinden. Und dann kommt dann schon manchmal, da kommen dann schon Abweichungen vor. Ne? Legen Sie diese Texte vor, müssen die vorgelegt werden? Ja, ist doch klar. Ich meine, wir kommen nach Berlin an einem Montag und an einem Montagnachmittagabend. Schon mit Texten oder noch ohne? Mit dem fertigen Manuskript für den Scheibenwischer. Und das liest dann die Etage. Es gibt ja immer eine Etage. Und die ist die elfte Etage liest das dann. Da geht das dann durch. Aber das, wir wissen nicht, wie das nun aussieht, wenn die das lesen, weil das würde uns sehr frustrieren. Sie wissen ja, wenn Sie einen Text jemandem geben und stellen sich neben ihn und sagen, ich habe das jetzt fertig geschrieben, lesen Sie doch mal. Dann stehe ich mal so, lacht er jetzt? Nee, lacht nicht. Wo ist denn jetzt? Seite 5. Da ist doch der Gag mit der Kommode. Nein, lacht wieder nicht. Und dann wird er immer ernster und immer ernster. Und dann gibt er Ihnen einen Text und sagt, großartig. Ja, also ich habe ja diese Erfahrung auch gemacht. Sie haben jetzt ein großes Spektakel, nenne ich es mal vorläufig, München leuchtet im Theater. Mhm. Und da habe ich im Programmheft, haben Sie verschiedene Texte abgedruckt. Das hat mit dem, was Sie auf der Bühne zu tun, wirklich nur den nackten Text gemein, aber sonst gar nichts. Und wenn man den Text allein lesen würde, kann man sich gar nichts darunter vorstellen, findet es auch gar nicht sehr komisch. Richtig. Und es ist völlig anders auf der Bühne. Wenn man den Text jemandem geben würde und würde sagen, das passiert heute Abend, willst du dir eine Karte kaufen? Würde sagen, nein. Ich denke nicht dran. Das geht mir genauso. Ja. Wenn ich diesen Text nehme, dann denke ich, daran warst du beteiligt für diesen Quatsch. Aber wurden schon Texte abgelehnt von der 11. Etage? Nein, noch nicht, weil wir sind dort allein gelassen, auf uns allein gelassen, so wie es sich gehört. Ich finde es eine glänzende Zusammenarbeit, weil sie uns die Verantwortung für uns selbst überlassen, wie es sich eigentlich gehört. Eigentlich die Selbstverständlichkeit überhaupt. Aber so selbstverständlich werden wir dort behandelt. Das heißt, sie sollen sich selbst blamieren, sie sollen sich auch selbst berühmen, wie man sagt. Sind sie gut, sind sie schlecht. Wir sind ja nur dafür verantwortlich, ihnen das Recht zu geben, das zu tun. Also das ist aber eine große Verantwortung, denn erlauben Sie mir zu sagen, ja. Sie sind natürlich manchmal ungeheuer scharf und das geht schon an die Grenze. Das ist Meinung. Das ist unsere Meinung. Ja. Und unsere Meinung kann von einer anderen Meinung begegnet werden. Es gibt ja keine. Es gibt keine. Ich meine, es gibt ja keinen
Dieter Hildebrandt, der dann also eine Art Gegengewicht bilden würde, weil Ausgewogenheit, das gibt es ja nicht. Das ist ja ein Unsinn. Für Satire kann ja nicht ausgewogen sein. Nein, aber denken Sie da doch mal so. Wir haben den Kanal damals gemacht, nicht? Die Kanalsendung. Also da muss ich vielleicht schnell sagen, dass Sie meinen damit, Rhein-Main-Donau-Kanal war ein großer Blödsinn. Ihr Minister, damaliger Minister, SPD, Hauff, nannte es den größten Blödsinn seit dem Turmbau von Babel. Ja, ja. Das wussten wir damals gar nicht, dass der Hauff das gesagt hatte. Und wir haben uns auch mit ihm nicht kurzgeschlossen oder so. Ja, ja. Es ist uns durch Protokolle im Landtag aufgefallen. Wir lesen, man bekommt ja manchmal so Landtagsprotokolle oder Bundestagsprotokolle zu lesen. Das ist erlaubt, kriegt jeder, klar, muss ja auch sein, die Öffentlichkeit soll ja teilnehmen. Daraufhin sind wir aufmerksam geworden und haben dann festgestellt, dass die ganze Presse in der Bundesrepublik seit 5 Jahren auf diesem Rhein-Main-Donau-Kanal hockt und versucht, dem Leser klarzumachen, dass hier mit der größten Investition der kleinste Effekt erzielt werden wird. Und da haben wir das uns noch einmal genau durchgelesen, der Gerhard Polt, der Christian Müller und ich, und haben dann uns angeschaut, als wir das Material hatten, und jeder hatte es eine Woche, jeder hatte so viel gelesen darüber, jeder einen anderen Stapel gelesen. Und nach einer Woche haben wir uns wieder getroffen und jeder hat den anderen gefragt, glaubst du das? Nein. Dann haben wir die Meinungen von Politikern eingeholt und dann haben wir das machen müssen. Sowas muss man mitteilen. Das ist einfach ein Imperativ, der einen nicht schlummert. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich daran, ich hätte mich zerzaust. Ja? Sie haben ja auch einen neuen Begriff eigentlich eingeführt, indem Sie, ich weiß nicht, ob Sie es wörtlich so gesagt haben, von Recherchier Kabarett gesprochen haben. Ja. Also bitte, vielleicht in Anführungsstrichen. Mhm. Mindestens aber kann man sagen, es ist ein Dokumentarkabarett, wenn das nicht ein Widerspruch in sich selber ist. Nämlich, es gründet auf Fakten und diese Fakten, das weiß ich, die werden von, ich weiß nicht von wem, von Ihnen, Ihren Freunden, Ihren künstlerischen und anderen, effektiv recherchiert. Das ist ja etwas Neues eigentlich. Ja, ja, sicherlich. Also die Grundlage ist das Recherchieren, weil man darf nichts Falsches mitteilen. Aber wenn die Spiellaune nicht das Recherchierte zerzaust und völlig unkenntlich macht, ist es nicht mehr Satire. Das ist klar. Nicht? Also unsere Spiellaune ist immer noch etwas, also sagen wir mal, bestimmt, so hoch. Und die Recherchierlust ist so groß. Weil das Recherchieren macht ja auch traurig. Ne? Ja. Wenn Was ist bei Ihnen die Triebfeder für Ihre kabarettistische Tätigkeit? Sagten, ist es der Politiker? Sagten Sie jetzt Triebtäter? Nein, nein. Sie sind der Kabarettist, also, ich nicht. Also. Ich sagte Triebfeder, F wie Friedrich. Also ja. Triebfeder, man möchte spielen, man möchte mitteilen. Was ist bei Ihnen, es sind wahrscheinlich mehrere Triebfeder. Ja, also angefangen hat es, als ich damals noch nicht politisch sehr viel wollte oder sehr viel vermitteln wollte, war es eine von Kindheit schon aufgekommene Spielfreude. Ich hatte eine Spiellaune. Wie die Bayern sagen, das fabelhaft. Das gibt es in keinem anderen Dialekt. Wenn ein Kind spielt, sagen sie, das Kind spielt sich. Ah ja. Das sagt nur der Bayer. Und in Bayern ist man ja ganz besonders spielfreudig. In Bayern kommen ja diese großen Theater, Laientheater, die ich ja liebe. Und diese großen Ritterspiele und so. Das ja, Kind. Und der Stadel, wie heißt der? Dieses urige, ja? Der Komödienstadel. Komödienstadel. Das gehört doch aber auch dazu. Das ist Kunsthandwerk, kommerzialisiertes Kunsthandwerk. Ja, sicher. Ja, da muss Kurt Wilhelm dirigieren, das ist alles. Nein, das hat nichts mit der bayerischen Spielfreude zu tun. Nein, das ist eine gekaufte Spielfreude von knurrigen Altkomödianten, die sich dafür mit Recht bezahlen lassen, weil sie es wirklich können. Okay, ich habe nichts dagegen. Ja. Nur es Sie hat reden nichts, von was anderem. Ich meine das, was da unten kommt, was überall aus den Ecken kommt. Ich meine, auch ein Gerhard Polt ist aus dieser Spielfreude des Bayerischen herausgekommen. Das ist unverkennbar. Ich liebe das einfach und damit habe ich immer was zu tun gehabt. Und so sind wir auch
aus dieser Hefe da rausgeschossen und die Spielfreude vermittelt gleichzeitig aber auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil es Lust ist. Mhm. Und man sieht uns die Lust an, deswegen sagte ich Triebtäter. Mhm. Es gibt eine Erregung beim Spielen und dieses, wenn man dann noch etwas mitzuteilen hat, wäre es natürlich noch besser. Und das war es. Wenn man schon spielen will, dann muss man auch noch etwas über die Rampe bringen. Da muss man jemandem noch etwas mitteilen. Nicht moralisierend, sondern beispielsweise Verhaltensweisen von Menschen, die man einfach so darstellt und woran man erkennt, ach so, das sind wir. Wir meinen ja uns auch immer mit. Uns selber, ja. So unverträglich sind wir. So boshaft sind wir. So gemein sind wir. So korrupt sind wir. Wir sind übrigens wahnsinnig gute Schüler. Ist Ihnen aufgefallen, der Carlo Schmidt, der von mir hochverehrte Carlo Schmidt, hat eines Tages gesagt, der Balkan fängt in Ulm an bereits. Und ich muss sagen, also er fängt jetzt ja schon in Hamburg an. Wir haben ja unheimlich gelehrige Schüler. Wir sind viel besser als die Schweizer in der Korruption. Wir sind viel besser. Ich habe es aufs Kabarett bezogen. Sie wissen, beides fängt mit K an. Wir sind ja korrupt geworden, hervorragend. Haben Sie mal genau zugehört? So. Bei München leuchtet, ich möchte noch drauf kommen, werden ja Namen genannt, nicht wahr? Ja, aber da werden Namen genannt. Also ich bin beinahe Kopf gestanden. Aber ich möchte noch Sie einfach fragen Folgendes: Kabarett ist doch eigentlich anspruchsvoll. Es ist ein Wortwitz. Der Wortwitz spielt eine große Rolle im Kabarett, im politischen insbesondere. Ist also eigentlich anspruchsvoll. Ist eigentlich ein bisschen elitär. Und das nun am Fernsehen, das ist ja das Gegenteil. Da hat man ja die breiteste Zuschauerschaft. Das Erstaunliche ist, dass es trotzdem geht. Naja, es wird toleriert, ne? Ja gut, aber immerhin ist es toleriert. Ja, und zwar mit beträchtlicher Toleranz in Ihrem Falle. Mhm. Ich rede von der Bundesrepublik generell, ich kenne nur Sie in dieser Art. Das muss einen Grund haben, wenn Sie nur mich kennen in dieser Art. Sehen Sie, es ist so, dass in diesem ganzen deutschen Fernsehbetrieb die Satire kein wohlgelittenes Kind ist. Das ist sie wahrscheinlich nirgends. Ja, Kleinkunstbühne, weil da kommt ein ausgewähltes Publikum und da überzeugt man ja nur die schon Überzeugten. Hm. Nur in der Schweiz gibt es das ja überhaupt gar nicht, bis auf den Franz Hohler und der hat jetzt auch die Segel gestrichen. Es gibt den Rittmeier noch. Den Rittmeier gibt es noch, ja, genau. Ja. Ja, ja. Aber sonst gibt es eigentlich in der Schweiz dann gar nichts mehr. Der Franz Hohler hat die Segel gestrichen. Aber Sie, da wollte ich Sie schon lange mal fragen, der Franz Hohler ist doch ein sehr, sagen wir literarisch, sehr engagierter und sehr, sagen wir mal, feinsinniger Mensch, der ja nie solche Sachen sagt, wie wir sagen. Sein Niveau ist ja so, dass es ja dem Karl Kraus, der ja mal gesagt hat, Satire, die der Zensor versteht, ist keine, das geht ja da hinein. Wer hat denn da was gemerkt in der Schweiz? Da gibt's Kreise und wir sind halt ein konservatives Volk. Ja. Das ist nicht zu leugnen. Ne, das sind doch und sogar sehr konservatives. Na, Sie lachen doch über, also wenn wir Kabarett machen, da lachen die über uns, lachen sie doch. Aber sobald es die eigene Haut angeht, sind die Dinge anders. Ach so ist es. Und wir sind natürlich von einer viel größeren Empfindlichkeit als Ihr Publikum hier. Warum eigentlich? Ach, das ist kompliziert zu sagen. Ich sage gelegentlich, es hat mit der Konkordanzdemokratie zu tun. Alle verständigen sich. Was ist das denn? Dass alle sich durch Kompromiss miteinander kutschieren. Das ist im Grunde die Geschichte. Nicht? Im Grunde genommen ist das ein Endstadium einer Demokratie. Ne? Sagen Sie das einem Schweizer bloß nicht, dann wird er Ihnen gleich an die Gurgel gehen. Im Gegenteil, die haben das Gefühl, und ich enthalte mich meiner eigenen Meinung, das sei die Hochblüte, die höchste Ausformung von Demokratie, wenn man eine Koalitionsregierung hat. Das haben wir, nicht? Mhm. Also, Sie hatten ursprünglich die große Koalition. Mhm. Das haben wir in der Schweiz. Die Zauberformel 2221, ich glaube, so geht's.
Nicht? Also aus jeder Partei ist im Bundesrat vertreten, das ist die Gesamtregierung. Ich fühle mich und da will man den anderen nicht angreifen und nicht angegriffen werden. Und ich glaube, es hängt zum Teil damit zusammen. Aber früher hat die Schweiz eigentlich nur für sich gedacht. Ne? Jetzt ist sie ja viel großzügiger geworden. Die Schweizer Leitartikler beispielsweise können für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Regierung, die wir jetzt haben, die haben sie sich auch offenbar gewünscht, auch durchgesetzt haben. Sie wollten immer diese Regierung haben. Die denken jetzt doch über die Grenzen hinaus schon bereits. Das ist toll. Ja, wenn Sie es so drehen. Ich drehe es gar nicht so. Doch. In diesem Sinne ganz bestimmt. Ja, also ein Phänomen ist ja richtig. Mhm. Das ist wieder ein bisschen ernsthaft. Nämlich, ich traue mich nicht über die Schweiz zu sagen. Nein, das müssen Sie jetzt alles sagen. Sie. Ja, nein, sondern das Merkwürdige ist, das hat auch mit der Konkordanzdemokratie zu tun, dass ich rede von der deutschen Schweiz, über die Welschen kann ich, das ist übrigens ähnlich dort. Wir wissen viel besser Bescheid über die deutsche Innenpolitik und die deutsche Politik als über unsere eigene. Immer wenn weil es interessanter ist, weil da ist Konfrontation, das ist nicht in allen Fällen wünschbar, Konfrontation. Warum ist das interessanter? Ich meine, es ist doch nicht Kampf, warum sind Sie an Fußball interessiert? Ja, aber es sind zwei Mannschaften, die gegeneinander kämpfen. Es ist doch nicht uninteressant, regiert zu werden von einer Schweizer Bundesrat beispielsweise. Es sind sieben, ne? Ja. Stimmt das, ne? Ja. Sieben Bundesräte, also wie Minister praktisch. Das ne? sind Minister, ja. Oder es sind eigentlich alles sieben Ministerpräsidenten. So ist es. Ja. Es kann doch nur interessant sein, sich darum zu kümmern, was machen die mit uns, die sieben? Ist doch genauso interessant wie bei uns. Nur bei uns sind es eben 19 oder 21. Im Moment ist mir das nicht mehr ganz klar, wie viele Ministerien. Ja, es werden ja immer bei uns eben alle Ecken abgeschliffen. Und daran liegt. Sie ist perfekt. Ja, perfekt. Das ist langweilig. Das ja, sehen Sie? Ja, also wir sind die Schüler. Wir haben das Problem gelöst. Wir machen unsere Fehler noch. Ja, und das ja da gibt es noch Fehler und das ist natürlich toll. Nicht das ist sehr gut. Jetzt muss ich auf etwas kommen, was leider die Schweizer Zuschauer nicht haben sehen können, übrigens auch die Münchner nicht, nämlich auf das, jetzt wie nenne ich es? Ich habe es vorhin Spektakel genannt, nämlich es ist eigentlich eine Kleinkunstkabarett, jetzt aber Großkunstkabarett und das nennt sich München leuchtet, wird gespielt in den Kammerspielen im Schauspielhaus. Ich hatte ungeheure Mühe, eine Karte zu bekommen. Sie sind nicht zu bekommen. Schon im Programm ist ausgedruckt, gedruckt schon, ausverkauft auf ich weiß nicht wie lange hinaus. Ich frage mich die ganze Zeit, wo haben Sie sie hergehabt, die Karte? Auf Schleichwegen, nein, ich kann es Ihnen ganz einfach sagen. Das Fernsehen, die Frau Kaflisch, ist unsere Reisesekretärin, die hat da angerufen und hat sich sehr ins Zeug gelegt. Weil ich kenne inzwischen jetzt andere Wege. Und ich dachte, dann, Sie sind da auch auf sowas, seinem Weg gewesen. Ja. Weil es gibt Hotelportiers in München, die stellen Studenten an, die stellen sich Samstag früh um 5 Uhr an, kaufen sich dann Karten, jeder kriegt 4. Und die geben sie den Portiers, die kriegen von dem Portier was. Und die Portiers verkaufen sie für 150 Mark dann. Oder 150, also ja. Fünffache, ja. 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 Das ist wie in New York, ja, bei Premieren, bei Großen. Ja. Aber, ja, da, aber ich glaube das nicht. Das glaube ich doch. Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich sofort. Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute also beinahe zusammengebrochen sind. Hier in München, wie ich Ihnen gesagt habe, ich hätte das gesehen. Okay, also jedenfalls, ich nenne das Stadttheater. Was nennen Sie Stadttheater? Was wir da machen. Es, ja, ist, es ist also keine Kleinkunst, kein Theater, kein Kabarett. Es ist eine neue Form. Es ist Stadttheater, so wie Stadttheater sein sollte. Nämlich Theater für die Stadt, gegen die Stadt, mit der Stadt. So ist es. Ja. Ja. Es ist ganz nahe am Volk, also ich kann nicht sagen uns, weil ich kein Münchner bin. An den Pamphleten. Ja. Gassenhauer. Ja. An die Wand gemalt. Was will das Volk? Aha, da steht, hängt ihn auf. Genau, das... Wir sagen das zwar nicht, ja, aber, tun's, ja. aber wir sagen, aber ich will schaut etwas, ihn an. Etwas Bestimmtes fragen. Im Programmheft heißt es, also München leuchtet, das ist der Titel, von und mit Gisela Schneeberger, Dieter Hildebrandt, Gerhard Polt und anderen. Was heißt Otto von Grünmann. Und mit? Bitte? Was heißt von und mit? Sehr einfach zu erklären. Wir haben die Grundzüge dieses Stückes. Es ist eine Mittelding zwischen einem Stück und einem Kabarettprogramm. Ja. Aber es ist doch mehr ein Stück. Haben wir in einer Vierergruppe, in einer Viererbande, sagt die CSU, zusammen entwickelt, da wo sich Politik immer entwickelt, am Tegernsee. Die meiste,
Die meiste Politik in Bayern entsteht ja auch am Tegernsee. Wenn zum Beispiel ein Mann am bayerischen Fernsehen oder Rundfunk abgeschossen werden soll, dann wird an dem Stuhl des Abwesenden in Rottach gesägt. Das nennt man Fernsägen. Ich wollte eben sagen, Sie nennen das Fernsägen. Ja, genau. Sägen. Ja. Und wir haben dann unsere Viererbande hat sich auch getroffen in Rottach. Und gedacht, das können wir auch. Mafia für können das, wir auch nicht weit weg von der Überfahrt. Und da haben wir dann eine Woche lang in Klausur gesessen und haben das ganze Werk erst einmal auf den Weg gebracht. Und dann sind wir mit diesem Konvolut, da sind wir im Dezember auf die Probenbühne von den Kammerspielen gegangen. Und von da an wusste jeder Schauspieler, was er machen sollte und hat seinen eigenen Text gesprochen. Halb improvisiert. Ja, bei der Probe. Das war noch nicht geschrieben. Ja, dann. Moment, also wenn wir das Gefühl hatten, jetzt stimmt es, ja, dann wurde es niedergeschrieben, wurde aber später wieder geändert, weil ihm was Besseres einfiel oder was Schlechteres, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, als das Werk fertig war, das war 5 Tage vor der Premiere, war jeder Beteiligte auch der Autor. Das ist eine ganz seltene Sache. Ja. Und ist das eigentlich Mitbestimmung, aber die echte im Gegensatz zur künstlichen? Ja, das ist eine echte Mitbestimmung. Da haben Sie völlig recht. Ist mir noch gar nicht eingefallen, ja. Stimmt. Das ist toll. Hm? Was tun Sie mit einem Künstler, der aber nicht so kreativ ist? Es kann ja nicht jeder so kreativ sein wie Sie vier. Der würde da nicht mitmachen. Würde nicht mitmachen. Nee. Das ist aber ein Glücksfall, dass vier sich so zusammenfinden. Ja, das ist ein Glücksfall. Ja. Die sie auch noch nebenbei mögen, ne? Ja. Also auch Respekt voreinander haben. Das ist das Wichtigste, ne? Wir haben von Kabarett gesprochen. Das ist also, Sie sagen selber, das ist so etwas zwischen Stück und Kabarett. Eine grundsätzliche Frage. Verzeihen Sie, wenn ich das Wort grundsätzlich brauche. Was soll das Kabarett eigentlich? Soll es erheitern? Soll es verändern? Soll es belehren? Ich darf. Es ist kein Protzen mit Kenntnissen, ja. Aber in der Schule haben wir mal gelernt von Molière, der gesagt hat: Le but de la comédie est d'édifier les hommes en les divertissant. Schöner kann man es nicht sagen. Auf Deutsch klingt es nicht so schön. Das Um und Auf der Komödie ist, die Menschen zu erbauen, zu belehren, indem man sie unterhält. Da steckt alles drin. Das ist genau so. Einen Inhalt zu transportieren, der nicht langweilt, der unterhaltsam ist, die Menschen erschreckt, Mitleid zu anderen Menschen verursacht. Ich komme auf die hamburgische Dramaturgie. Von Lessing, ja. Von Lessing. Und das, der Hauptgrundsatz ist Interesse und Mitleid. Und das auf der Basis der Unterhaltung ist für mich das Kabarett. Ihr Hauptgegner, wenn ich so sagen darf, ich könnte beinahe sagen Feind, scheint mir doch Ihr gegenwärtiger Bundeskanzler Kohl zu sein. Da sind Sie also, da ist schon nicht mehr Mitleid. Da ist also schon also ganz, Ich würde mich jetzt nicht einmal an diesen Bundeskanzler halten. Ich würde sagen, ich würde es viel kleiner hängen wollen, tiefer hängen wollen. Ich würde sagen, die geballte, verwaltete Fantasielosigkeit. Das ist ein hartes Wort. Bitte? Darf ich Folgendes fragen? Ich meine ja nicht ihn. Ja, ich meine, ich weiß, was Sie meinen. Ich meine die Wende. Ja. Mhm. Aber mir schien, ich weiß nicht, sagen Sie mir, ob das stimmt oder nicht, dass eigentlich Kohl für Sie viel mehr eine Zielscheibe Ihrer Satire ist als Franz Josef Strauß. Ist das, weil Franz Josef Strauß halt also schon x-mal abgehandelt worden ist in der Satire, oder weil Sie für dieses, ich sag's in Anführungsstrichen, Urviech irgendwo doch noch mehr übrig haben? Sie sind dran, ja. Also ich würde es sogar noch erweitern. Ich würde sagen, Franz Josef Strauß hat mich in meinem Leben immer unterhalten. Ich habe an ihm immer Interesse gehabt. Ich habe auch immer Mitleid für ihn gehabt. Immer dann, wenn er wieder was nicht geschafft hat. Und ich bin wirklich nicht seiner politischen Meinung. Aber ich bin der Meinung, er ist ein Entertainer. Von Hause aus ein Entertainer. Er hat vielleicht irgendwie seinen Beruf nicht erwischt, ja.
Er wäre überall ausverkauft. Er hätte 10.000 Leute in der Halle. Er könnte die Krugerhalle füllen. Wo der hinkommt, mit dem Mann muss man auf Tournee gehen. Wenn ich der Fritz Rau wäre, der große Veranstalter, ich würde jede Rockgruppe aus dem Fenster werfen und würde mit dem Franz Josef Strauß auf Tournee gehen. Er ist wirklich mitteilsam, lustig. Er findet Formulierungen. Ich kann aus dem Bauch lachen bei ihm, aus dem Kopf nicht so sehr, aber aus dem Bauch kann ich lachen. Neulich hat er etwas gesagt, da war eine wunderschöne Diskussion. Da war der etwas trockene Herr Gauss und der sehr nasse Herr Strauß und ein Literat, der nicht genau anhand dieses Abends erst seine politische Bestimmung suchen wollte. Der wusste nicht ganz genau, wo er hingeraten war. Und dann der Mann mit dem Blick, der immer von unten kommt, das ist der Herr von Lojewski, der immer so von unten in den Strauß hineingegangen ist und sagt, so, der hat diesen komischen Blick, so einen Untergriff hat er im Blick. So. Und diese Diskussion hat mich wahnsinnig erheitert. Und der beste Mann, absolut auf dem Platz, war natürlich der Franz Josef Strauß. Das ist ganz klar. Er sagte auf die Frage, ob man das Recht hätte, aus der NATO auszutreten, sagt er, ja klar, Sie können auch aus Ihrem eigenen Haus auch gehen, können nicht die Treppen benutzen, sondern zum Fenster rausspringen. Da habe ich schallend gelacht. Ich finde das fabelhaft, wie der das in Metaphern gießt und so zack, ganz schnell. Sie haben völlig recht. Ich habe vor dem, irgendwo habe ich Respekt vor diesem Burschen. Ich habe Sie gefragt, was soll das Kabarett, was will es eigentlich? Es will eine ganze Menge von Dingen. Es will, wie wir wissen, unterhalten. Jetzt haben wir den anderen ganz vergessen. Belehren und so weiter. Mhm. Aber verändern. Ja. Ach, wissen Sie, kann man? Kann ja, es ist nicht messbar. Das ist ein ganz schwieriger Punkt. Wenn Sie einen, der Kabarett macht, danach fragen, kommt er immer ins... Sie haben mal gesagt, Sie haben einen Partner gehabt, der hat sich dann immer so hingesetzt. Und so, ja genau, da setzen wir uns dann alle so hin und sagen, man kann jedes Gedicht verändert. Oder so, Sie kennen das ja, ne? Sie kennen das ja. Ja, die berühmten Umwege da und Auswege, ja. Ich glaube schon, dass man was verändern kann, weil ich bin jetzt in einem Alter, in dem die Kinder der Familien, die uns damals immer so eingeschaltet haben, Lach- und Schießgesellschaft, wir galten so als Straßenfeger auch. Ne? Wenn die Gastwirte haben immer gesagt, wann spielten wir? Wir haben nur einmal im Jahr unser Programm gemacht. Das war übrigens gut. Ne? Man soll das wirklich nicht öfter machen. Aber naja. Und da war es immer so, dass die Familien, die sich liberal dünkten, uns gesehen haben. Nicht? Wir hatten Einschaltquoten, da kann man halt nur noch davon träumen. Ne? Die Kinder von diesen Familien, die damals noch nicht so sehr viel verstanden hatten, hatten inzwischen so hinten im Hinterkopf etwas gemerkt, was wir wollten. Die kommen heute als erwachsene Menschen auf uns zu und sagen, wissen Sie, dass ich damals jede Sendung von Ihnen gesehen habe. Und Sie haben damals das und das gesagt. Und dann haben Sie das und das gesagt. Und eingetreten ist das und das. Und Sie haben mir gesagt, hoppla, vielleicht hat man da ein bisschen was, so einen Bodensatz von dem, was man wollte, doch hinterlassen. Das bedeutet nicht, dass die Menschen jetzt glücklicher sind, die das gehört haben von uns damals. Vielleicht sind sie sogar unglücklicher. Das ist ein Riesenkompliment, wenn nach so vielen Jahren die Leute noch... Ich empfinde also das als Antwort jetzt, wenn Sie mich fragen. Mehr kann ich Ihnen... als Erfolg nicht sagen. Ich habe eine letzte Frage, Dieter Hildebrandt. Das ist schon soweit. Es ist soweit. Ah, ja. Nämlich, es ist nicht die Aufgabe des Kabaretts, das Positive hochzuloben und Lösungen anzubieten, wie das gelegentlich unterstellt wird. Trotzdem frage ich Sie, wie müsste, sagen wir, die Bundesrepublik, vielleicht Europa aussehen, damit Sie arbeitslos würden? Damit ist nämlich in Ordnung. Also, Utopie natürlich. Wie müsste die aussehen? Da könnte ich Ihnen jetzt einen Katalog aufzählen. Ich könnte Ihnen meine Gefühle beim Autofahren schildern, die
Aggressionen, die einem dort entgegenkommen, müssten fallen. Aber wie müssen die fallen? Das hat wieder Ursachen. Warum ist das so? Warum geht ein Mensch in eine Versicherung hinein und fühlt sich unwohl und fühlt sich als ein kleiner Mensch, weil die Architektur ihn schon einschüchtert, weil dafür aber auch schon wieder Mittel da sind? Weil der kleine Mensch, und wir gehören zu den kleinen Menschen, systematisch zum Material gemacht wird für Macht. Wenn sich irgendwann der Mensch einmal, der verwaltete Mensch, klar werden würde, dass sein Bundeskanzler von ihm bezahlt wird, wenn er wüsste, dass sein Polizist von ihm bezahlt wird und der Polizist weiß, dass der Bürger ihn bezahlt und die begegnen sich und erkundigen sich gegenseitig, was notwendig ist, um Ordnung herzustellen. Und wenn das nicht von oben käme und wenn es nicht alles mit Geld wäre und wenn es nicht alles hinten herum wäre und wenn man den Bürger nicht für blöder halten würde, sondern wenn man an ihn herangehen würde und würde sagen, wir glauben deiner Intelligenz, wir fragen dich jetzt. Okay, wenn Sie Demokratie wirklich mit dem Bürger machen würden, wären wir arbeitslos, aber ich wäre glücklicher. Dabei wollen wir es belassen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, Dieter Hillebrand. Herr Gauci, vielen Dank.